Herzlich willkommen zum Einstiegstutorial für Projektverwaltung. Für das erstellen wir als erstes ein neues Projekt. Wir machen jetzt hier für ein Turnfest. Gehen die E-Mail-Adresse an. Und ein Passwort. Das Projekt ist erstellt, es ist bestätigt hier oben. Wir können uns eigentlich einloggen. Dazu einfach die E-Mail-Adresse und ein Passwort eintippen. Wir sind eingeloggt, sind auf der Home-Seite. Wir sind hier auf dem Admin-Bereich. All eure Teilnehmer vom Projekt, also alle Helfer für das Turnfest, die wir nachher werden eintragen werden, haben nie etwas verloren auf dieser Seite und kommen auch nie darauf. Rechts haben wir unsere Übersicht, also ich sehe hier nochmal das Passwort und E-Mail-Adresse, Projektname und dann für Nutzer, die dann das Tool werden brauchen, also seine Zugangsdaten. Die haben eine separate Seite, auf die kommen wir dann noch, wo wir die Zugangsdaten dann werden brauchen. Das heisst, als erstes soll ich jetzt mal Teilnehmer hinzufügen. Das machen wir eigentlich ganz einfach. Wir schreiben einfach die Namen hier ein. Jetzt einfach Beispiel nehmen. Und die Telefonnummer, die brauchen wir nachher dann auch, weil jeder Teilnehmer soll wissen, mit wem er zusammenarbeitet und soll dann auch direkt anrufen können. So, es ist schon bestätigt. Ein Teilnehmer ist jetzt gerade hinzugefügt worden. Und rechts erscheinen. Ich füge gerade nochmal mehrere hinzu, damit wir auch nachher mit denen arbeiten können. Wir sind drei Personen bei diesem Projekt, die zugeordnet sind. Die sehen wir hier alle auf der rechten Seite. Nachträglich kann ich die auch jederzeit bearbeiten. Oder auch löschen. Wir kommen zu den Aufträgen. Da kann ich Aufträge generieren, also das sind einfach Arbeitsaufträge, wo ich einen Titel gebe und die beschreibe. Da wird noch nichts jetzt in diesem Schritt mit Personen zugeordnet, es geht wirklich nur um die Arbeit an sich. Als erstes das Turmfest sind Aufbauarbeiten. Da kann man eine grössere Beschreibung machen, wo man alles aufbauen muss. Wie viele Personen brauche ich da? Ich sage jetzt mal einfach für das Beispiel, da lange zwei. Das Datum, da wählen wir den 3. Juni aus. Und die Startzeit, die fangen dann morgen am 10. an. Fertig sind sie auch am 3. Juni. Allerdings erst am 5 Uhr am Abend. Das ist dasselbe Spiel, das ist jetzt oben dran die Meldung, dass eingetragen worden ist und rechts ist der Auftrag erschienen. Ich füge jetzt noch mehrere hinzu, damit wir nachher noch besser Beispiel zeigen können. So, und jetzt wird es eigentlich interessant. Jetzt haben wir da das dritte Icon. Da kann man Personen hinzufügen. Also jetzt sehen wir, jetzt kann man Bier bestellen. Sehe ich da nachher drei Personen oder die, die ich vorne hinzugefügt habe. Mal jemanden hinzufügen. Der erscheint hier. Und wie wir vorne gesagt haben, die Anzahl Personen ist Nummer 1. Haben wir hier eine benötigte Person. Jetzt ist eine Person zugeteilt. Das heisst, der Auftrag wird grün. Und vorne war er grau. Das kann man jetzt bei allen weiteren auch machen. Der Auftrag ist jetzt am 2. und hat keine Überschneidungen mit denen am 3. Aber ich kann jetzt hier jemanden hinzufügen und die gleiche Person, einen Auftrag, der zur gleichen Zeit eigentlich läuft, auch hinzufügen. Und voilà, das System hat gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt bereits ein Auftrag läuft bei dieser Person. Unter Einsätze kann ich jetzt die einzelnen Personen eigentlich abrufen und dann wird mir sofort der Auftrag eigentlich angezeigt, wo sie überall hinzugefügt ist. Das ist eigentlich für mich als Admin wichtig,
Also ich da mal schauen kann, wer schafft es wirklich, wenn die andere Übersicht ist wirklich nur die Aufträge. Dann ist eigentlich da schon das ganze Tool erklärt gewesen. Schlussendlich haben wir auf der Home-Seite da noch die Angaben zu den Login-Daten. Da setzen wir jetzt noch das Passwort fürs Turnfest. Können wir da irgendwie Turnfest 2017, ganz raffiniert. Da jetzt eine Verlinkung für aufs E-Mail. Da kann ich jetzt allen Personen, die da hinzugefügt sind bei diesem System. Also es müssen jetzt 3 E-Mail-Adressen jetzt erscheinen, weil ich 3 Personen habe. Und da habe ich 3 E-Mail-Adressen. Dann kann ich den Link jetzt schicken. Mit einem Passwort. Die Verlinkung ist eigentlich nachher genau auf die Seite, wo jede Person einzeln kann sich anschauen kann, wenn das sie Einsatz hat. Und wenn sie mit jemand anderem hat, ist die Telefonnummer angegeben und man kann deren anrufen. Das wäre es. Die kurze Erklärung zu meinem Tool. Ich hoffe, es war verständlich. Viel Spass.